Hey, willkommen am Mittwoch. Schön, dass du wieder hier bist. Heute erkläre ich dir, wie du schaffst, nicht mehr abhängig von Frauen zu werden. Viel Spaß. Also großes Thema Abhängigkeit von Frauen. Eine von den Sachen, die in der gesamten Flirt- und auf allem Pickup-Community immer als ganz schlimme Sache verschrien ist. Wir Männer tendieren sowieso immer dahin, uns mehr Richtung Freiheit zu bewegen. Abhängigkeit wird generell als etwas sehr Schlechtes dargestellt. Und es soll heute nicht darum gehen, ob es schlecht ist oder ob es gut ist. Vielleicht hast du selbst schon mal für dich Erfahrungen gemacht mit Abhängigkeit, das Gefühl gehabt, okay, ja, weiß nicht, meine Beziehungen zu Frauen funktionieren nicht so richtig oder gehen kaputt, wenn ich in die Abhängigkeit gehe. Das ist auch etwas, was ich kenne. Wenn du zu abhängig von der Frau wirst, dann ja, läuft das Ganze in keine gute Richtung. Ich denke, eine gewisse emotionale Abhängigkeit ist normal, weil man sich natürlich auf die andere Person einlässt. Egal, was man jetzt macht, egal, ob man nur miteinander schläft und sich auf den guten Sex einlässt oder ob man in einer Beziehung ist und eben sich auf die Beziehung einlässt. Das Ganze macht keinen Unterschied. Aber ich rede hier von dieser sehr, sehr ungesunden Abhängigkeit. Und ich glaube, viele, die diesen Channel gucken, wissen, wovon ich rede. Ich kenne es aus meiner eigenen Erfahrung. Ich kenne es aus der Erfahrung meiner Teilnehmer. Ihr kennt es sicherlich aus eurer Erfahrung. Und es gibt einen unterliegenden Grund, der dafür verantwortlich ist, warum Männer abhängig von Frauen werden. Und das ist wirklich, dieser eine Grund erklärt es in 90% der Fälle. Und zwar liegt es meist daran, dass eine Frau oder dass ein Mann abhängig ist von einer Frau, liegt in der Grundeinstellung des Mannes begraben. Nämlich in dem Glauben, in dem Glaubenssatz, dem Mindset könntest du auch sagen, dass eine Frau dir enorm viel geben wird, dich erfüllen wird, dich komplimentieren wird oder vielleicht anders ausgedrückt, wenn du eine Frau hast oder wenn du, es ist egal, wie du es ausdrückst, wenn du viele Frauen hast, mit denen du schläfst, wenn du eine richtig geile Beziehung hast, es ist hier egal, was du hier hinschreibst auf diese linke Seite, sage ich mal, dann werde ich super glücklich sein, ne? Dann wird alles super sein. Na, jetzt bin ich hier und alles ist nicht ganz in Ordnung, aber wenn ich da wäre, dann wäre alles perfekt. Ne? Wenn ich viele Frauen aufreißen würde, dann wäre ich der King, alle würden mich lieben, das wäre wunderbar, ich würde mich gut fühlen. Na, wenn ich eine geile Beziehung hätte, dann wäre ich der King, würde mich gut fühlen. Und das ist so dieses, das unterliegende Grundthema für die Abhängigkeit. Das heißt, du projizierst gedanklich in deinem Kopf ein Idealbild auf eine Frau. Das Problem ist, dass diese Frau das Idealbild gar nicht erfüllen kann, weil die Frau ist auch nur ein Mensch, sie ist keine Göttin und die Frau ist hingegen dem, was viele denken, nicht in der Lage, dir all diese Sachen zu geben. Eine Frau wird dir keine Erfüllung bringen, eine Frau wird dir kein langanhaltendes und andauerndes Glück bringen, denn das kann sie nicht, das kann kein Mensch. Eine Frau wird dir natürlich Glück bringen, aber wir haben schon mal in einem anderen Video darüber geredet, je mehr du in das Glück reingehst, desto mehr negative Sachen wirst du auch erleben. Also diese unendliche Glücklichkeit, dieses, es gibt keine Probleme mehr, wenn ich erstmal die passende Frau habe, dann wäre alles perfekt, wenn ich erstmal richtig viele Frauen aufreißen würde, dann wäre alles super. Das gibt es einfach nicht. Und viele Männer hängen in diesem Glauben fest und wie gesagt, ich kenne das von mir selbst, war früher selbst mein Glaubenssatz, das ist dieses, ich hoffe darauf, dass in der Zukunft alles besser wird. Und David Data hat es in seinem Buch The Way of the Superior Man auch wunderschön gesagt, nämlich hoffe nicht, dass es in der Zukunft besser wird. Die meisten Männer hoffen, dass es in der Zukunft grundsätzlich anders wird, aber das wird es nicht. Die wahre Herausforderung, vor der du stehst, ist mit diesem Moment, der gerade ist, zu spielen, umzugehen und ihn zu lieben, so sagt David Data das. Und dann kannst du nämlich in diesem Moment an dem Punkt ankommen, den du dir eigentlich hier in der Zukunft ausmalst. Das heißt, Frauen können dich nicht erfüllen, Frauen können dir nicht das geben, was du suchst. Frauen sind nicht die Lösung. Ne? Und in dem Moment, wo man diese Einstellung ja, adaptiert, wo man diese Einstellung annimmt, dann bleibt eben auch die Abhängigkeit mit auf der Strecke. Denn Abhängigkeit bedeutet halt, ich brauche dich, in dem Fall die Frau, oder ich brauche X, hier kannst du einsetzen, was du willst, unbedingt, ansonsten wird es mir schlecht gehen. Oder wird es mir nicht gut gehen. Ne? Am einfachsten zu sehen ist das am klassischen Beispiel von einer Drogenabhängigkeit. Ne? Du bist abhängig von dieser Droge, weil sie dir einen guten Zustand gibt und du Angst hast, wieder in einen schlechten Zustand abzurutschen, wenn die Droge weg ist. Bei der Droge ist es tatsächlich so, dass wenn du jetzt, keine Ahnung,
was könnte man denn nehmen, wenn du jetzt Ecstasy nimmst oder so, dass du dir irgendwann deinen Serotoninspiegel komplett weghaust und dann teilweise, naja, ohne nicht mehr richtig klarkommst. Es ist tatsächlich so. Bei der Frau ist das aber was anderes. Also du brauchst die Frau nicht für die Erfüllung, die kannst du auch auf anderem Wege finden. Die kannst du finden, wenn du eben mit dem jetzigen Moment kreativ und spielerisch umgehst, wenn du den jetzigen Moment so annimmst, wie er ist. Und das Schöne ist, und ich kann tatsächlich behaupten, mittlerweile näher an diesem Punkt dran zu sein. Ich merke den enormen Unterschied in meinem Umgang mit Frauen. Das Schöne ist, je mehr du dieser Einstellung näher kommst, dieser inneren Einstellung, desto lockerer wird alles mit Frauen. Ne? Du gehst halt auf eine Frau zu, aber es ist nicht mehr so wichtig, ob es funktioniert. Es ist nicht so wichtig, ob das Gespräch gut läuft. Es ist nicht so wichtig, ob sie dich toll findet. Du freust dich natürlich darüber, aber es hat nicht die gleiche Wichtigkeit wie früher, weil du nicht in dieser Abhängigkeit bist. In dem Moment, wo ich eine Frau anspreche und denke, die Frau wird mich erfüllen, ist natürlich klar, dass auch hinter diesem Gespräch dann auf einmal unglaublich viel liegt. Ne? Dann muss es funktionieren. Dann will ich, dass es unbedingt funktioniert. Und bin natürlich umso enttäuschter, wenn es nicht funktioniert. Aber wenn ich sowieso bereits glaube, hey, diese Frau wird mich nicht glücklich machen können langfristig, so wie kein anderer Mensch, das wird nicht funktionieren. Ich kann mit dieser Frau natürlich schöne Zeiten haben und tolle Zeiten haben, das sagt ja niemand. Und auch schlechte Zeiten haben, das ist ja auch was Schönes. Aber sie trägt nicht zu meiner Erfüllung bei. In dem Moment kann ich einfach auf die Frau zugehen, kann schauen, hey, haben wir einen Vibe, gefalle ich ihr, gefällt sie mir? Und wenn ja, dann ja, wird da vielleicht was draus. Und wenn nicht, ist es auch nicht schlimm. Ich stehe dann nicht schlechter da als vorher. Ja? Wenn du jetzt sagst, oh Gott, wenn ich jetzt Frauen aufreißen würde, wenn ich jede Woche eine neue Frau daten würde, dann wäre alles perfekt und du schaffst es nicht, dann ist natürlich klar, dass du die ganze Zeit negativ bist. Dann bist du die ganze Zeit, oh nein, scheiße, mein Leben ist so scheiße. Und dadurch, dass du es dir sagst, wird es dann natürlich auch scheiße. Und wenn du dann mal eine Frau bekommst, ne, und das ist ja dann auch die Abhängigkeit, die ich aus meiner Beziehung kenne, wenn du dann mal die Frau bekommst, dann ist erstmal alles super. Du hast die Frau, das Ziel deiner Träume. Nur mit der Zeit merkst du dann leider, oh, Mist, die Frau kann mir gar nicht das geben, was ich dachte, was sie mir geben kann. Und was manche Männer dann machen, ist, dass sie einfach immer mehr wollen, ne? Ah, mit zwei Frauen zu schlafen reicht nicht, dann muss ich wohl mit 100 Frauen schlafen. Aber mit einer Frau gleichzeitig zu schlafen reicht nicht, dann muss ich wohl drei haben. Ich hatte mal einen Freund, der hat das wirklich so gesehen, der hat das so gemacht. Ich habe gemerkt, er wollte diese Erfüllung von Frauen, er hat sie da nicht gefunden, weil man sie dort nicht finden kann. Und er hat einfach immer weiter gemaxt, sozusagen. Ne? Immer weiter ins Maximum. Ne? So wie auch wie mit Geld. Ne? Du hoffst durch Geld die Erfüllung zu finden, dann verdienst du Geld, merkst, es ist nicht der Punkt und denkst dir, ein bisschen mehr Geld könntest du vielleicht machen. Findest du mehr Geld und merkst wieder, ja, das ist nicht das ist, worauf es ankommt. Man kann aber auch einfach erkennen, dass die Frau niemals dafür da war, um dich zu erfüllen. Denn das ist sie einfach nicht. Und dann kann man da eben auch ganz entspannt an die Sache, an die Frauenthematik rangehen. Das heißt, die Frau bringt dir nicht die Erfüllung. Lass diese Hoffnung, diesen Glaubenssatz los. Und es fühlt sich vielleicht im ersten Moment scheiße an, weil du viel da rein investiert hast. Aber du wirst merken, mit der Zeit ist das einfach sehr befreiend und vor allem hilft es deinen Interaktionen oder den Interaktionen mit den Frauen, die du hast, enorm weiter. Ja? Du hast dann tatsächlich mal eine ordentliche, gute, gesunde Beziehung oder Kommunikation zu den Frauen und nicht so was, wo du eigentlich nur die ganze Zeit was willst und versuchst es unbedingt zu bekommen und sie ist die ganze Zeit misstrauisch, weil sie deinen Intentionen nicht vertraut und dann kriegst du solche Shit-Tests, ne? Das ist ja auch so ein klassischer Indikator. Sie testet dich die ganze Zeit, also tatsächliche Shit-Tests, nicht die Vertrauenstests, von denen ich sonst rede, sondern wirkliche Shit-Tests, wo die Frau sehen will, Alter, was ist denn hier los, wo ist denn der echte Mann hier hinter der Fassade, sondern du spielst Rollen, du manipulierst und lass du bekommen, was du willst und am Ende des Tages wirst weder du glücklich noch die Frau. Also lass einfach diesen Glaubenssatz los. Meine Aussage ist natürlich nicht, dass du jetzt leb asketisch und vergiss die Frauen, MGTOW. Das ist nicht meine Aussage, das kannst du natürlich gerne machen. Meine Aussage ist einfach, dass dir die Frau nicht das geben wird, was du denkst, dass sie dir geben wird. Und ich sage nicht, hab keine Frauen in deinem Leben. Sex, Zusammensein mit Frauen sein, das ist eine ganz, ganz tolle Sache. Und die würde ich auch nicht aufgeben wollen. Aber jetzt genieße ich sie tatsächlich zum ersten Mal so wirklich. Ohne mir die ganze Zeit zu überlegen, okay, wie kann ich noch mehr daraus ziehen? Ah, wie kann es mich noch zufriedener machen? Jetzt genieße ich es einfach, bin in dem Moment, wo ich bin mit den Frauen und alles ist wunderbar. Die Frauen fühlen sich gut, ich fühle mich gut, eine ganz einfache Sache. Wenn du die Abhängigkeit von Frauen loswerden willst, dann musst du halt diese Illusion loslassen. Wenn du das nicht willst, dann musst du die Illusion behalten. Deine Wahl.
Schön, dass du dabei warst. Wir sehen uns übermorgen wieder. Wenn irgendeine Frage besteht, irgendein Videovorschlag, gerne in die Kommentare. Ich lese die meisten Kommentare aktuell. Und unten, beziehungsweise hier oben, kannst du den Channel abonnieren, wenn du es noch nicht gemacht hast. Aktiviere auch die Glocke, um keine Videos mehr zu verpassen. Unter mir kannst du dich für einen neuen Coaching-Platz im nächsten Jahr bewerben. Und hier geht es zum weiteren Video zu deinem Erfolg und Frauen. Weiteren Tipps unbedingt vorbeischauen. Übermorgen sehen wir uns wieder. Bis dahin. Ciao.